Ich bin in der DDR aufgewachsen, also ich habe meine Kindheit hier auch in der DDR verbracht und habe mit einigen Dingen gespielt, die hier auch in der Ausstellung vertreten sind. Und ich denke mal, diesbezüglich war auch Ihre Frage gemeint. Also ich bin DDR-Kind. Na, die Ausstellung, also wir haben Kontakt zu einem Sammler aus Rheinberg im Niederrhein. Und das ist also schon die fünfte Ausstellung, die wir mit ihm zusammen gemacht haben. Das ist der Herr Jörg Bohn und verbirgt sich hinter der Internetseite www.wirtschaftswundermuseum.de. Das ist also sehr interessant, wenn man da mal drauf schaut. Und er sammelt alles. Also der hat eine große Anzahl von Sammelobjekten, sodass wir auch in den nächsten Jahren mit ihm noch weitere Ausstellungen in der Ferienzeit hier im Museum Petersberg, natürlich unter einem anderen Thema, dann gestalten können. Mein erstes Spielzeug und auch mein einziges, was ich noch habe, ich habe gar nicht mehr so viel, ist hier in der Sammlung nicht vertreten. Das war ein kleiner Matrose, so eine kleine Gummifigur. Manfred hieß der bei mir und das hatte ich mit 3 Jahren, hatte ich den Manfred und den habe ich noch. Aber wie gesagt, er ist nicht hier in der Ausstellung vertreten. In der Ausstellung, wo ich mich auch sehr daran erinnern kann, das ist das Hütchenspiel. Das ist natürlich im anderen Raum vorne im Eingangsbereich. Und das heißt Hut auf Hut, ähnlich aufgebaut wie Mensch ärgere dich nicht, aber macht wesentlich viel mehr Spaß. Und das habe ich immer gern gespielt mit meinen Schwestern. Das war ein spannendes, lustiges und auch manchmal ärgerliches Spiel, wenn man verloren hat. Ja, wie gesagt, der Herr Jörg Bohn, mit dem wir ja gemeinsam diese Ausstellung hier gestalten, der kriegt viele Schenkungen durch seine Internetseite. Er kauft aber auch viel an Spielzeug an und ich habe mir von ihm erzählen lassen, er hat die DDR oder die ehemalige DDR nach der deutschen Einigung besucht, ist in der DDR rumgefahren mit einem alten VW-Bus. Und war immer überrascht, dass so viel Sperrmüll draußen lag und unter anderem auch Spielzeug auf diesem Sperrmüllhaufen. Und er hatte gesagt, na, das ist doch eigentlich viel zu schade und hat da seine Sammlung von DDR-Spielzeug begründet, hat immer aus dem Sperrmüll dann das Spielzeug rausgeholt und hat dann im Laufe dieser Jahre, die vergangen sind, ja, wesentlich mehr dann doch angekauft, geschenkt bekommen. Und so wächst seine Sammlung also stetig. Das war, glaube ich, die erste, die wir mit ihm zusammen gemacht haben. Da ging es um Spielzeug aus der DDR und aus der BRD. Da war immer schön eine Gegenüberstellung zu sehen. Das DDR-Spielzeug ist zum großen Teil einfacher gewesen. Es ist nicht so farbenfreudiger gewesen, obwohl Farben spielen natürlich auch in diesem Spielzeug eine Rolle aus der DDR. Aber es ist, sagen wir mal, einfacher gewesen. Man hatte nicht die Möglichkeiten und man hinkte auch ein bisschen immer hinterher. Und man hat auch, sagen wir mal, gerade bei den Lego-Figuren hat man auch versucht, diese Lego-Figuren zu imitieren.
Das ist denen auch ganz gut gelungen, ne? Aber der Aufwand war zu groß. Also die Lego-Figuren in der DDR, die waren nicht vollständig aus Plastik, sondern da hatte man auch Metall verwendet. Und das war wesentlich aufwendiger. Und insofern, ja, war die Konkurrenz oder war man nicht so konkurrenzfähig. Na, obwohl ja, muss man sagen, vieles Spielzeug, auch was man hier in der Ausstellung sieht, wurde eigentlich kaum in der DDR verkauft, sondern ging dann in den Export, also ging in die Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Und der aufmerksame Besucher, der kann das auch hier feststellen, ja, was man gar nicht gesehen hatte als Kind hier bei uns. Ja, zum Teil sind ja auch Ausstellungsstücke hier in der Ausstellung. Ja, es spielte eigentlich nicht so die, wenn ich jetzt als Kind, die große Rolle. Ne? Man ist ja so aufgewachsen, man war in der Pionierorganisation, später dann in der FDJ. Und dann war das eigentlich alltäglich, dass man mit solchen Geschichten zu tun hatte und man sich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat, also jedenfalls als Kind, wo man die ganze Geschichte auch noch nicht so erfassen konnte. Und fälschlicherweise, manchmal kam das ja so rüber, wir hatten auch Freude, wir hatten auch Spielzeug, wir sind nicht verhungert, manchmal wird das alles so ins Extreme gerückt. Also wir sind auch groß geworden und auch in den Gästebucheintragungen sieht man es. Also die Älteren erinnern sich sehr gerne an ihre Kindheit in der DDR zurück und fanden das Spielzeug auch ganz toll. Da waren sie. Die Ausstellung wird gut angenommen, das ist für mich auch immer oder für das Museum sehr wichtig. Und natürlich kommen da die älteren Besucher, also die praktisch Kindheitserinnerungen hier wieder wach werden lassen, die viele, viele Erinnerungen haben. Und wenn man dann so mal so nebenbei mit zuhört, was sie sich so unterhalten, ist es wirklich tatsächlich so, dass viele Erinnerungen dann hier beim Betrachten dieser Ausstellung hochkommen und dass dann regelrechte tolle Gespräche dann entstehen, auch dass die Enkel im Prinzip, dass denen erklärt wird auch, ne? Mit das haben wir gespielt und nicht nur mit Computer oder Videospielen. Und das ist schon ganz spannend. Also ich denke mal, die Ausstellung kommt gut an, aber wie viele nun genau da waren, das kann ich jetzt gar nicht so sagen.